Doc, ich bin beim Damm. Verdammt ist der groß. Jede Einrichtung hat ihre eigenen Generatoren. Aber ohne den Damm kann Sloan sie nicht lange bei voller Kraft am Laufen halten. Dann wird es Zeit für ein Feuerwerk. Okay, ich sende Koordinaten zu genügend C4000, um den Damm zu sprengen. Ohne das Wasserreservoir wird das Kühlsystem des Reaktors gestört. Als sie mich und mein Team in Quebec retten wollten und die Nuklearreaktoren der Hydrofabrik überhitzten. Ich kann mich kaum an die Zeit vor meiner Erschießung erinnern. Meine Kindheit, meine Eltern, der zweite Vietnamkrieg. Tut mir leid. Viel Glück, Rex. Wir zählen darauf, dass sie uns wieder retten. Mission, erreichen Sie den Damm und legen Sie das C4000 an Schwachstellen. Kybernetische Hunde entdeckt. Robohunde können sie riechen, selbst wenn sie getarnt sind. Benutzen Sie Würfel, um die Robohunde von ihrer Position fernzulassen. Das ist für dich, Spider. Mission teilweise abgeschlossen. Weiter zum nächsten Strukturfehler. Du wirst platzen vor Freude. Mission teilweise abgeschlossen. Weiter zum nächsten Strukturfehler. Do you know what?
abgeschlossen. C4000 gelegt. Bitte vor der Sprengung in den Sicherheitsbereich begeben. Zieh mir den Stöpsel aus der Wanne. Ich hoffe nur, das neue C4000 ist so gut wie das alte C400. Nein, ist es nicht. Doc, der Sprengstoff tut's nicht. Dann finden Sie einen Ingenieur, der im Damm arbeitet. Da waren Zivilisten drin, aber... Ich kenne genau den Richter für so ein Vorhaben. Hier, Sie finden ihn und senden Sie auf den Einsatz. Missionsziel, Ingenieur im Innern des Damms treffen. Achtung, morgen Abend ist hier die Nacht in der Cafeteria. Und es gibt eine extra Ration Kobayashi Salbungsschmieröl. Kobayashi Salbungsschmieröl läuft ziemlich schnell. Cyberherz auf den Gegner, damit Drachen in der Nähe ihn angreifen.
Hast du Rex Code? Dr. Darling sagte, Sie wären sowas wie ein Held. Ich bin kein Held. Ich bin nur ein einfacher US Military Mark IV Cyber Commando. Alles klärchen. Bahnen Sie mir einen Weg zum Reaktor, damit ich ihn runterfahren kann. Ich bin kein Cybersoldat. Okay. Und dann gehen Sloan die Lichter aus. Mission Ziel, dem Ingenieur beschützen. Ich warte hier, während Sie Ihr Ding machen. Schützen Sie die Männer nicht, die unter Ihrem Befehl stehen, Sloan. Nur die Starken können sich selbst schützen. Das habe ich im Krieg gelernt. Zum Sieg hat es bei uns nicht gereicht. Wir haben Kanada zu einer nuklearen Einöde gemacht. Das war lange nicht genug. Aber mein Sohn, das wird sich bald ändern. Das verspreche ich dir. Ich warte hier, während Sie Ihr Ding machen. Säuberung von mutagenen Biotoxinen auf Unterebene 3. Säuberung auf Unterebene 3. Sloan, Ihre Omega-Force ist nur ein Omega-Furz. Rex, wir werden auch sehen, wer hier Furz oder wer Cybergott ist. Verrate mir eins, Rex. Seit Sie dich mit meinem Kampfprogramm gefüttert haben, klingt da die kleine Stimme in deinem Kopf nach dir? Oder klingt sie nach mir? Was faseln Sie da, Sloan? Na, vielleicht steckt mehr von mir in dir als von dir selbst. Oder es macht dir Angst, dass ich dir keinen Grund zum Töten gab, sondern nur eine Ausrede. Jetzt hab ich's. Das ist die Brücke zum freigelegten Reaktorkern. Kommen Sie! Sie sind beim Kühlwassersee. Schick die Cyberhaie. Ich werde die Kontrollmechanismen überbrücken und lass das Baby überhitzen.
Dann gehen Sloan die Lichter aus. Das haben Sie schon mal gesagt. Licht aus. Für immer. Okay. Wir sind fast da, Sergeant. Warnung. Starke elektromagnetische So, Kacke. Sie haben mich ausgesperrt. Sie müssen die Notfallüberbrückung des Schilds jetzt unter Wasser überbrücken. Aber denken Sie an die Fallmacherhaie da unten. Scanner. Unter Wasser Nebenanschluss deaktivieren. Demieren. Sondieren. Nebenanschluss deaktiviert. Geben Sie den Nächsten einen Kuss. Kuss. Nebenanschluss und Tor. Mission beendet. Zurück zum Ingenieur, zum Händchen halten und frohlocken. Warum sage ich das? Jetzt muss ich mich nur ins System hacken und den Reaktorkern freilegen. Achtung, bitte nicht in der braunen Zone parken. Ich öffne jetzt die Reaktorschilde. Die dürfen mich nicht töten, okay? Kämpft, ihr rostigen Spucknäpfe! Ich hab's geschafft. Aber Benji nicht. Tut mir leid, Rex. Benji war ein guter Mann. Nein, Doc. Er war ein echter amerikanischer Held. Ihr erinnert Personal daran, nach Benutzung der Toilette die Hände zu waschen. Wenn jemand die Hand schüttelt, ist es, als würde er die Hand jeder Person schütteln, die sie je gekannt hat. Auch ihrer Mutter. Und Sie möchten doch nicht, dass jemand Ihre Mutter berührt, oder? Bitte waschen Sie Ihre Hände. Wie fühlen Sie sich nach dieser EMP-Welle, Rex?
Ich fühle mich wie neu, Doc. Ich bin jeder Aufgabe gewachsen. Ich weiß nicht, wahr. Doc, Sie spielen Computerspiele? Aber ja, Rex. Videospiele sind ein anerkannter Bewältigungsmechanismus. Wie jedes Hobby. Sie verbessern die Hand-Auge-Koordination, Problemlösung, soziale Interaktion und das Selbstwertgefühl. Und keine Studie konnte je einen Zusammenhang zwischen Computerspielen und Gewalt beweisen. Ehrlich, jeder, der Spiele für schädlich hält, ist ein blöder Pimmel. Hey, wow, Doc. Nein, Rex. Pimmel steht für partiell ignoranter Mensch mit elementarer Lernbehinderung. Eine Abkürzung. Ich schätze, das hier ist kein Spiel mehr, oder?